Die Finanzkrise konnte den Glauben an die heilsame Wirkung der Finanzmärkte nicht brechen. Die Politik versucht weiterhin, unser Leben noch stärker diesen Märkten zu unterwerfen, zum Beispiel durch den Verkauf von öffentlicher Infrastruktur an private Investoren, trotz der bekannten negativen Folgen. Die EU-Kommission will Privatisierung fördern und plant das mit einem Programm zur langfristigen Finanzierung der europäischen Wirtschaft. Das klingt wie ein vernünftiges Ziel, doch bedeutet die Langfristigkeit hier vor allem, dass Investoren langfristige Gewinne zugesichert werden sollen. Ein Vorschlag ist zum Beispiel die Einrichtung von speziellen Fonds, mit deren Hilfe man Geld in Schulen, Krankenhäusern, Sozialwohnungen, Straßen, Energienetzen oder auch Wassersystemen anlegen kann. Diese sollen für die Masse der Anleger offen sein, denn bislang waren solche Objekte, wenn überhaupt, das Geschäft von wenigen hochspekulativen Fonds. Ein anderer Vorschlag ist die Stärkung von Projektanleihen, also Anteilen an öffentlichen Projekten. Schon jetzt sind einige Autobahnen in Belgien oder in Deutschland mit solchen Anleihen finanziert. Besonders heikel ist das Grundprinzip dieser Finanzierung, denn private Anleger tragen viel weniger Risiken als die öffentliche Hand. Wenn es zu Verlusten kommt, wird erst einmal das Kapital der öffentlichen Hand aufgebraucht und dann erst das der privaten. Durch diesen Trick bekommt die Anleihe sehr gute Bewertungen durch Ratingagenturen. Denn für den privaten Anleger, wie etwa Versicherungen, ist dies ein fast risikofreies Geschäft. In Deutschland hat Wirtschaftsminister Gabriel gerade von einer Kommission prüfen lassen, wie man Banken und Versicherungen solche risikoarmen und zugleich profitablen Geschäfte ermöglichen kann. Für die Versicherungen, die durch die allgemein niedrigen Zinsen derzeit große Finanzprobleme haben, wäre das ein Sanierungsprogramm. Die Steuerzahler würden so die Versicherungen retten, genauso wie sie es mit den Banken getan haben. Das müssen wir gemeinsam verhindern.